jetzt. Inzwischen haben wir es aber unter Kontrolle, die Fliegenden. Jetzt müssen wir nur mit den Rest unter Kontrolle bringen. Das heißt, upgraden hier überall. Dass wir ordentlich Bumse-Bumse zusammenkriegen. Was ist mit dir? So, die Flugabwehr auch gleich nochmal upgraden. Hier können wir nur Massendamage hinhauen, das kann auch nicht schaden. Und auch gleich upgraden. Mystik, Mystik, aber machbar grundsätzlich. So. Gut, der geht durch, den brauche ich nicht mehr aufhalten. Das weiß ich. Eine Karotte müssen wir noch beschützen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Hoffentlich. Also ein sehr mystiker Level, muss ich sagen. Ungut, ohne Ende. Boah, ist der Level eklig. Die werden fast alle durch hier. So, aber jetzt habe ich Spitzen-Upgrades. Jetzt können sie mich kreuzwerseln. Das Problem ist, die Flugabwehr, die schießen alle auf einen. Und dann gehen natürlich die halben Raketen weg. Das ist das Problem hier. Würde ich zumindest sagen. So, aber wir haben es. Das ist der letzte. Wow, Bronze, Gott sei Dank. Ey, easy peasy war das nicht. Mies, aber ja, sagen wir mal so, noch hingekriegt. So, Level 94, wir erinnern uns, wir kommen dem Ende näher, ich sag's mir anders. So, was haben wir hier, von allen Seiten wieder, da fühlt man sich doch gleich wie ein Sandwich. So, der kann hier runter, das läuft. Wir können hier super absperren. Oder wir sperren hier ab. Das geht natürlich auch. Das ist die Frage, was man lieber ist, ne? Ich würde sagen, wir sperren hier oben ab und die sollen hier runter wandern. Ja, das ist eine Idee. Also. Absperren. 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 Am besten mit dem hier. Das ist wie eine Flugabwehr hier, falls was von hinten kommt, wenn man die natürlich ordentlich abhält. So, hier machen wir mal gegen Unsichtbare was. Hier was. Hier was. Da kann ich nichts mehr hin. Da kann ich was hin? Jo, wir können eine Seite nur komplett absperren, das ist gut, weil dann müssen die ganz rüber wandern hier. Das ist super, das heißt, wir werden hier noch eine Flugabwehr hinklatschen. Brauche ich den eigentlich gar nicht mehr. Kann ich hier auch eine Flugabwehr. Zweite Flugabwehr. So, und irgendeinen werden wir voll upgraden. Ich würde sagen, den. Machen wir den da. Jetzt geht sie aus. Und den Kollegen daneben gleich. So, los geht's. Jetzt bin ich neugierig, was da rauskommt. Ja, bis jetzt sieht es nicht so schlecht aus. Den gleich mal upgraden hier. Komm, 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 lass mich upgraden, Junge! Geh mir nicht am Piesel. Der schießt hier rüber. Das finde ich super. Den haben wir gut upgradet. Und jetzt kommen wieder die fliegenden Mistmannen hier. So, mal die Flugabwehr ein bisschen upgraden noch. Ist zwar der perfekte Zeitpunkt für sowas, ich weiß, aber naja. So, zwei Karotten sind schon weg. Drei Karotten. Vier Karotten. Ja, ist ja die perfekte Abwehr, was ich hier habe. Eine Karotte haben wir nur mehr. Oh, es läuft nicht so optimal. Das ist nur ausbaufähig, was wir hier fabrizieren. Aber egal. Bin schon froh, wenn ich es schaffe, ehrlich gesagt. Ist der auf Max? Nee. Kann man hier nur ein Flächendamage hinwachsen? Was, die Feed? Welcher Arsch ist da jetzt rein? Gott.
Oh, diese Fliegenden, die geben mir so einen Pimpel, Leute. Ich scheiße jetzt hier auf die Flugabwehr. Wenn wir die upgraden, es geht so besser. Würde ich mal sagen, zumindest. Ach, mies, mies, mies. Eine Flugabwehr dafür ordentlich upgraden, ich glaube, das ist sogar besser. So. Haben wir hier noch Massendamage ein bisschen hin? Ja, upgraden. Ja, es ist besser so. So ist es auf jeden Fall besser. Ich verstehe das nicht. Warum ist dieser Tower so schwerst behindert und schießt schon wieder auf die hinteren hier? Man schießt doch auf die, die von vorn kommen. Jetzt habe ich wieder zwei Karotten wegen dem Dreck verloren. Das sind saublöder KI-Tower. Die KI ist so behindert in dem Game, dass es nicht mehr weitergeht. Man schießt auf denen, die am weitesten vorn sind. Und das sind ja wohl die da, wenn hier das Ziel ist. Und nicht die Behinderten da hinten, die eine ganze Runde nur vor sich haben. Hey, die KI ist so strunzdeppert hier, dass es nicht mehr weitergeht, Leute. Ich sag's euch, so eine dumme KI habt ihr noch nie gesehen. Das ist die dümmste KI, die ich je in einem Tower Defense erlebt habe hier. Echt krass dämlich. So dumm, ey, dass es nicht mehr weitergeht. Wir müssen die hier irgendwie nach hinten locken. So, dass die da oben gehen müssen. Und nicht wieder nach unten kommen. So. So kann man arbeiten. So halbwegs halt, ne? Ah, jetzt ist es wieder belegt durch diese Mistmaden hier. So, ein Flugabwehr gleich mal upgraden. Das ist jetzt zwar ein bisschen ungut, aber. Schieß den doch ab. Leute. So, eine Karotte fehlt schon wieder. Der ist Max. So, können wir den schnell upgraden hier. Wir müssen den hier upgraden. Ja, ich muss sagen, mit der KI bin ich gar nicht zufrieden bei dem Game. Die ist wirklich strunzdumm. Das ist echt schlimm hier. Weil es ist einfach ein Nachteil. Sie schießt auf den, der was am nächsten ist, anstatt dem, der was am weitesten vorne ist. So wie sie es gehört. Und das ist halt wirklich dumm. So kann sie normalerweise schwierig gewinnen. Eine Karotte haben wir verloren, aber okay. Gibt Schlimmeres. So, wir kommen voran. 160 baue ich, dann können wir den upgraden. So, die 160 haben wir. Was ist mit dir? Ja, den können wir auch nochmal upgraden. Oh Gott, oh Gott. Aber wir haben die gekriegt. Wow, nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. So, die Flugabwehr, wenn wir nochmal upgraden. Kommt genau richtig bei dem Kackvogel hier. So, schießt die Säcke ab. Sieht doch nicht mal so schlecht aus. Hier lassen wir die noch weiter nach hinten. Dass die gar nicht erst hier reinkommen. Ja, so kann man. So funktioniert's. Liebe KI, warum nicht gleich so? Oh, moins Neo, jetzt habe ich die glatt überlesen. Ey, wie kann man das überlesen? Ey? Du stehst übrigens, du bist der Einzige, neben Shiro, bei ihr funktioniert es auch, die was immer dieselbe Schriftfarbe haben. Du bist bei mir immer grün. Shiro ist bei mir immer, was ist das für eine Farbe? Keine Ahnung, so pissorange. Pissgelb irgendwie, so ein dreckiges Gelb hat sie immer.
und du bist bei mir immer grün. Jeder andere hat immer eine andere Farbe. Gut, Noro ist auch öfters mal rot. Aber die Farbe wechselt dann immer im Twitch-Chat. So, diese KI direkt dann immer auf hier. Die ist einfach dumm wie Stroh. So, unsichtbare Bodentruppen haben wir. Wie sieht's denn aus? Wo sind die Karotten? Oh, das ist auch ein mieser Level. Der ist dreckig. Wie soll ich ihn hier deffen? Ich habe doch kein einziges Feld, wo ich was... Hä? Wie soll man das deffen? Das hier kann ich... Ja, das hier kann ich benutzen. Lol, ein Feld habe ich frei. Das ist ja viel. Ja, dann sage ich nur eins. Artillerie. Und hier auch Artillerie. Jetzt müssen die hier rumgehen. Okay. Boah, ich habe hier fast keine Felder. Wie soll man das deffen? Unsichtbare kommen auch noch. Das ist ja mal arschig. Boah, das ist aber echt arschig. Unsichtbare. Warte mal, hier auch gegen Unsichtbare, was? Ah, das ist ein arschiger Level. Der ist aber echt arschig hier. Ich kann hier nur mit Artillerie punkten. Wie weit gehen der? Schauen wir mal. Ja, das geht, okay. Dem gehen wir auf Max. So, das geht. Bei dem machen wir das gleiche. Das ist schon mal eine gute Def hier. So kann man mal anfangen. So, was können wir noch machen? Hier bräuchte ich noch etwas. Das ist auch blöd. Dann setzen wir eins zurück. Hoppala, ich wollte die nicht. Hallo, ich will den dahinter. So. Den scheiß mal drauf. Da machen wir einen normalen Tower und den volle Wäsche upgraden. Jo, so funktioniert's. Ich hab's. Hallo, upgraden, du dummes Game. Jawohl. So, so können wir arbeiten. Jetzt schauen wir mal, ob das so läuft. Oh Gott, der Boss. Gleich am Anfang im Boss, da kommt Stimmung auf. Und ein fliegender Orgle. Alles klar, ne? Aber ich krieg's hin, ich krieg's hin. Ist kein Problem. So, jetzt müssen wir ein bisschen langsamer. Hallo, langsamer? Time. So, aber so geht's. Den auf Max und so kann man es schaffen. Ja, so ist es machbar. Es kommen nicht viele, aber es kommen sehr starke Gegner hier. So, jetzt sollten wir mal die Flugabwehr ein bisschen nur upgraden. Dass die auch ein bisschen was hat. Ja, die Unsichtbaren sind halt immer dreckig. Boah, schießt den da ab. Der ist unsichtbar, Leute. Boah, das ist, ja. Boah, das wird nur sehr relativ hier. Halleluja, das wird nur relativ. Ja, bis jetzt geht das Ganze hier gut, was ich mache. Aber ob das jetzt so bleibt, das ist eine andere Frage. Wir machen hier mal ein bisschen Flächendamage noch. Mehr upgraden. Du auch. Also Geld haben wir ja genug, an dem liegt es jetzt nicht. So, upgraden. Wir upgraden uns einen runter. Warum upgrade ich eigentlich gerade die Flugabwehr, wenn keine Fliegenden mehr kommen? Doof und so? Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, aber egal. Wir schaffen es trotzdem. Es läuft. Boah, die sind hartnäckig hier. Aber der Hartnäckigste kommt hier nicht durch. Gold! Also, man merke, immer schön die Flugabwehr ausbauen, wenn keine Fliegenden kommen. Es könnten ja. Sehr geistig. Wave 96. Was laber ich? Level 96. Was habe ich mit meiner Wave immer? So, wie sieht's denn hier aus? Unsichtbare Fliegenden. Ach, ich hasse sie. Das ist sowas wie die Pest in diesem Spiel. Ah, das ist... Boah, das ist auch mies hier.
Ja, hier machen wir was gegen unsichtbare Fliegenden. So. So. Den hier nur. Den hier voll ausbauen. So, kommen wir mal durch. Hier noch. Und jetzt bitte keine unsichtbaren Bodentruppen am Anfang, weil sonst habe ich den Arsch jetzt gewaltig offen. So, wir machen hier noch was gegen Unsichtbare. Hier gleich ein Tower. So, bis jetzt läuft's. Das sagt jetzt noch nichts. Upgraden gleich. So, wir brauchen hier nur ein bisschen Wumse-Bumse. Oh, ich muss die Flugabwehr hier upgraden. Das geht sonst nicht. So, das geht sich aus. Schnell upgraden. Jetzt kommen die unsichtbaren Bodentruppen. Mies, dreckig und gemein. Boah. Hoffentlich keine starken. Oh, und das sind starke. Aber okay, okay. Der nimmt sie nur gut mit hier. Kann ein bisschen reinzoomen. Hey, wo willst denn du hin? Hier noch ein bisschen Flugabwehr. Eine zweite Flugabwehr. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.